Nach Samuel kam ja der erste König über die 12 Stämme Israels, Saul, und danach David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Nun, auch da hat man in der liberalen, bibelkritischen Wissenschaft behauptet, David sei einfach eine Erfindung, hat es nie gegeben. Alles nur Legende. Nun, das hat man so behaupten können, klar. Behaupten kann man alles. Aber in den 1990er Jahren wurde eine Inschrift entdeckt in Tel Dan. Und zwar sieht man hier etwas von dieser Inschrift. Diese Steinbruchstücke sind Steinbruchstücke einer größeren Stele. Also einer Inschrift, die aufgestellt war und ein Wahrzeichen sein sollte. Die Schrift der Stele ist aramäisch, also die Sprache der Syrer. Und in dieser Stele beschreibt tatsächlich der König von Aram, der König von Syrien, von einem Krieg, den er geführt hat mit den 10 Stämmen Israels und den 2 Stämmen Judas. Es ist genau dieser Krieg, der berichtet wird in 2. Könige 9, aber aus außerbiblischer Perspektive beschrieben. Saul, David und Salomo. Alle drei Könige haben über das vereinigte Israel der 12 Stämme regiert. Aber nach dem Tod von Salomo wurde das Reich Israel gespalten in 2 Königreiche. Die 10 Stämme im Norden und die 2 Stämme im Süden. Die 10 Stämme im Norden nannte man allgemein Israel und die 2 Stämme im Süden Juda. Nun berichtet also diese Stele aus der Sicht des Aramäerkönigs von einem Krieg, den er geführt hatte mit dem König der 10 Stämme, der damals, 2. Könige 9, verbündet war mit dem König der 2 Stämme. Und von dem König der 2 Stämme wird gesagt, er sei aus dem Beit David, aus dem Haus Davids. Das heißt, aus der Dynastie des Königs Davids. Und hier, es ist auf dem Bild etwas weiß hervorgehoben, dieser Ausdruck Beit David, da wird David als Vorfahre von diesem König namentlich genannt. Und dieser Ausdruck Beit David kommt so viele Mal im Alten Testament vor, immer wieder für die Dynastie, für das Haus, für die Familie Davids. Wie kann man jetzt noch sagen, David sei eine Erfindung, wenn man so einige Generationen nach David einen Nachkommen erwähnt findet, der eben aus dem Haus Davids bezeichnet wird. Nun, hier kann man sehr schön illustrieren, wie Kritiker vorgehen, wenn plötzlich ihre Theorien vom Tisch gewischt werden. Die Reaktion war sehr agnostisch. Also hier steht gar nicht Beit David. Ja, was steht denn hier? Ja, das ist ein Wort, das wir nicht kennen. Ja, was heißt es? Keine Ahnung. Aber es heißt ganz bestimmt nicht Beit David. Ja, warum? Die Buchstaben entsprechen ja genau dem, wie man Beit David schreibt. So schreibt man Beit David. Nein, nein, das heißt nicht Beit David, sagten die Kritiker, sondern das ist ein Wort, das sind nicht zwei Wörter. Wenn man hier diese Inschrift genau anschaut, sieht man zwischen den Wörtern immer wieder Punkte. Die Schrift ist ja sehr, sehr klar, sehr gut lesbar, wenn man Althebräisch und Altaramäisch lesen kann. Die Punkte trennen die Wörter. Aber sieht man bei Beit David, obwohl das zwei Wörter sind, da gibt es keinen Punkt dazwischen. Nach 3 Buchstaben, wenn man von rechts her liest, Beit,
würde man einen Punkt erwarten und dann David. Also, die Kritiker sagen, das heißt nicht Haus Davids, es heißt irgendetwas, aber wir wissen es nicht. Und nun wurde eine weitere Inschrift in der jüngeren Vergangenheit entdeckt, diese hier, die sogenannte Beit Adonai-Inschrift. Da wird aus der Zeit des Salomonischen Tempels, also noch vor seiner Zerstörung 586 vor Christus, wird hier über den Tempel gesprochen. Und das Interessante ist, auch hier werden die Wörter getrennt durch Punkte, aber da, wo steht Beit Adonai, Haus des Herrn, gibt es keinen Punkt dazwischen. Warum? Ganz einfach, das ist ein fester Ausdruck, der auch in der Bibel immer wieder vorkommt, das Haus des Herrn, Beit Adonai. Und da, wo zwei Wörter sehr eng zusammengehören als Ausdruck, da setzt man keinen Punkt dazwischen. Und nun kommen wir zurück, Beit David, auch das ist ein fester Ausdruck, das Haus Davids, es braucht gar keinen Punkt. Und damit ist der Einwand der Kritiker völlig vom Tisch. Die Teldan-Inschrift bestätigt die Geschichtlichkeit Davids und im Text selber finden wir Hinweise auf etwa 5 Personen, die wir aus der Bibel kennen, die damit als historisch, als geschichtlich zuverlässig vorgestellt werden. So in this one inscription, we have outside hostile confirmation of 8 different kings mentioned in the biblical record. The first is Hazael, king of Aram. The second, Ben-Hadad II, king of Aram. The third, Ahab, king of Israel. The fourth, Joram, king of Israel, son of Ahab and brother of Ahaziah, king of Israel. Ahaziah, the king of Judah. Jehoram, the king of Israel. And David, the king of the United Kingdoms of Israel, both Israel and Judah. And of course, Jehu, king of Israel. Also man kann sagen, was man will. Hier ist David als historische Person, als das Haupt der Dynastie der Könige von Juda erwähnt. Und die ganze Geschichte von 2. Könige 9 ist auch hier historisch bestätigt. Und so ist es ständig, wenn man eben herumgräbt, kommt man zum Schluss, zu dem Schluss, den der Herr Jesus in Johannes 17 im Gebet an den Vater nennt: Dein Wort ist Wahrheit.